Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Fragestellung Alkohol, hilft das beim Abnehmen? Ihr Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare, was sagt ihr zu Alkohol, trinkt ihr das, hilft das beim Abnehmen, was sagt ihr zu diesen ganzen Cocktails, Getränken, die mit Alkohol gemischt sind, gibt es ja auch mittlerweile in Dosen, fertig abgepackt zu kaufen, ne, Getränkeabteilung ist voll, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so für Erfahrung habt mit Alkohol und Abnehmen. So. Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Und ich hatte ein Pärchen in der Beratung, die tatsächlich gerne mal einen Wein getrunken haben. Mal Weißwein, mal Rotwein, je nachdem, wo sie unterwegs waren, manchmal auch im Restaurant. Und jetzt zu der Fußball-EM kam die Diskussion hoch, was eigentlich mit ein Bierchen beim Fußballspielen. Ne? Ja, wir drücken ja die Daumen für heute Abend. An der Stelle für Deutschland an der Stelle schauen wir mal, was wird. Ihr Lieben, ne? Also was machen wir, wenn wir Fußball gucken? Wie ist das da an der Stelle? Was machen wir mit Bierchen? Was machen wir mit Wein, wenn wir im Restaurant sind? Was machen wir aus Freitagabend mal eine Woche ausklingen lassen und mal ein Weinchen am Abend trinken? Es ist so, Alkohol besteht ja in der Regel immer aus einem Anteil Früchte zum Beispiel, also die Früchte, die verwendet werden, um das Produkt herzustellen, oder den Getreideanteil, aus dem wir zum Beispiel auch den Alkohol herstellen. Das heißt, bei beiden, Obst und eben auch das Getreide, haben wir immer in der Regel einen Anteil Kohlenhydrate. Das heißt, die Kohlenhydrate, müsst ihr euch immer vorstellen, ist am Ende im Körper, in dem, was wir im Blutzucker haben, immer ein Anteil Zucker. Und es ist immer so, auch wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Korn habe, dann habe ich auch in dem Korn immer einen Anteil, ist ja ne, Getreide, woraus es hergestellt wird. Und die Kohlenhydrate werden sozusagen zu Zucker. Wenn ich jetzt so ein Korn habe, müsst ihr euch vorstellen, dass da ungefähr, ich kriege es jetzt wahrscheinlich nicht ganz in die Hand, aber 6-7 Gramm Kohlenhydrate drin sind. Und so ein Würfelzucker liegt ja bei 2,5. Dann haben wir 2, 3, 4, 5, 6. Wenn in einem Kornglas 7 Gramm Kohlenhydrate drin sind, habt ihr mindestens bei einem Kornglas, gucken wir mal, ob wir es so balancieren können, ja, ein Glas Schnaps sozusagen sind zum Beispiel diese 6-7 Gramm Kohlenhydrate. Und das Schlimme ist noch, dass eben dieser Zucker der eine Anteil ist, aber da es sich um Alkohol handelt, haben wir vom Alkohol ja noch zusätzlich Kalorien. Und wenn man wissen will, ja, was macht jetzt der Alkohol bei der Gewichtsabnahme? Es kann sein, dass der Alkohol, wenn er häufiger kommt, der Zuckeranteil, den wir haben, wenn wir vielleicht auch noch dazu essen und noch Kohlenhydrate es dazu gibt, schneller zu Körperfett umgewandelt wird. Und ihr könnt euch im Groben merken, dass einfach so ein Korn oder auch ein Bierchen oder auch der Wein in dem üblichen Glas, in der üblichen Menge tatsächlich, ne, übliches Glas, übliche Menge, ja, und hier auch übliches Glas, übliche Menge, dann ist es so, dass der Alkohol tatsächlich umgewandelt wird und auch der Zuckeranteil, der in dem Alkohol drin ist, sozusagen zu Körperfett. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Bierchen angucken, hier in dem Glas, oder ihr habt ja auch das hier, dann haben wir hier auch diese, in der Getreidestruktur, die Kohlenhydrate, und es sind auch wieder in diesem Falle 4 Stück in dem Bier drin. Und durch die alkoholische Gärung, also die Kalorien aus den Kohlenhydraten und die Kalorien aus dem Alkohol, könnt ihr euch immer merken, dass das Glas ungefähr zu 10 Gramm Körperfett umgewandelt wird. Und das Problem bei Alkohol ist doch, ja, das trinken wir, oder wenn wir jetzt ans Fußballspielen denken, jo, wenn es ein Tor gibt, ne, schießen wir nochmal einen Schnaps hinterher, ne, Glück drauf. Oder ihr seid auf einer Feierlichkeit und es wird Wein nachgeschenkt, dann gibt es ja immer die Option, dass ich mehr trinke. Oder man gießt sich selber mit der Flasche nach. Ne, ihr Lieben, kennt ihr alles.
Das heißt, an der Stelle ist es so, dass der Alkohol einfach in höherer Menge immer zu Körperfett umgewandelt wird. Habe ich 2 Gläser, übliche Menge, übliches Glas Alkohol, dann habe ich die doppelte Menge ja an Zucker aus dem Frucht, also aus der Frucht, die verwendet wird. In diesem Falle sind es ja Weintrauben. Und es wird dann umgewandelt sozusagen zu Körperfett. Das heißt, pro Glas übliche Menge habe ich sozusagen diese 10 Gramm. Und deswegen ist es bei vielen so, wenn Alkohol plötzlich reinkommt, ich erlebe das gerade, wenn die Leute alle in Urlaub fahren, dann haben wir sozusagen, ach mal ein Weinchen, ach ja mal die Pizza, mal die Pasta, dann, ach ja, ich bin ja in Urlaub, kann mir das ja gönnen. Ja, kann ich, kann auch ohne Urlaub mir das gönnen oder ich kann es auch noch. Jetzt haben wir die Struktur bei den Herren ja eventuell oder auch Damen, wer es alle mag, den Alkohol in Verbindung zum Beispiel mit einem Event. Also ne? Fußball und Alkohol, ja, kennen viele sicherlich. So, das bedeutet, was machen wir jetzt? Wenn wir den Alkohol haben, gibt es immer nur 2 Möglichkeiten. Klassische Variante, ich trinke das gar nicht, lasse das weg, dann habe ich auch die Kalorien nicht. Und natürlich auch den Zucker nicht. Und wenn jemand sagt, nee, ich will flexibel bleiben und ein bisschen und ich möchte gerne was trinken, dann gibt es die Möglichkeit, langsam zu trinken. Das ist eine Option, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich mache mir noch ein extra Glas Wasser dazu, dann kann ich sozusagen immer nebenbei oder ein Zero-Getränk geht ja auch, kann ich nebenbei sozusagen Wasser trinken und kann in der Kombi immer so ein bisschen hin und her switchen. Ansonsten gibt es für den Alkohol nicht ganz so viele Varianten, weil ich ja den Alkohol habe, wie er ist. Wenn ihr noch ein Essen dazu habt und es gibt ne, noch, wer meine Videos schon gesehen hat, kennt ja den Essensteller vielleicht schon, es gibt Kohlenhydrate dazu oder ihr hättet, mal gucken, ob ich das so schnell finde. Nee, habe ich jetzt gerade nicht da, aber ihr hättet ein paniertes Schnitzel. Wenn das Schnitzel paniert ist, dann ist es eine Möglichkeit, lieber ein Schnitzel ohne Panade zu nehmen. Und bei dem Alkohol gibt es die Möglichkeit, einfach die Kohlenhydrate wegzulassen auf dem Teller. Weil, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Wein trinke und sage, okay, ich esse ein Stück Fleisch oder Fisch oder Ersatzprodukte oder esse die Hülsenfrüchte plus den Gemüseanteil, dann kann ich die Kohlenhydrate sozusagen reduzieren auf dem Teller, Reis, Nudeln, Kartoffeln, Baguette, Brot und solche Geschichten, um ein bisschen Platz für die Kohlenhydrate vom Alkohol zu lassen. Dann funktioniert die Gewichtsabnahme häufig auch sehr gut. Also Panade müsst ihr aufpassen. Und bei den Kohlenhydraten, ihr könnt sie weglassen, wenn ihr die Priorität sozusagen für den Alkohol setzen wollt. Ja? Das liegt ja in eurer Hand, was ihr macht und was ihr gerne umsetzen möchtet. Lebensqualität bedeutet ja immer gesunde Mischung. Und lasse ich den Alkohol weg, kann ich natürlich die Kohlenhydrate auch verzehren. Ja? Dann geht es leichter mit der Gewichtsabnahme. Wenn ich nämlich die Kohlenhydrate habe und baller jetzt noch zusätzlich, jetzt bin ich mal einmal gemein, ne? Die Kohlenhydrate obendrauf. Oder nehme hier noch mal ein Bierchen dazu. Oder esse die Chips oder Schokolade oder Popcorn oder keine Ahnung, was es alles gibt an Kohlenhydraten. Ne? Was mir noch einfällt, Gummitierchen. Dann habt ihr sozusagen immer einen höheren Blutzuckeranstieg. Und daher Alkohol oder Kohlenhydrate wäre der dritte Tipp. Also gibt nicht nur 2, sondern tatsächlich 3 Möglichkeiten. So, ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt beim Fußballspiel heute Abend ja, viel Freude. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wie das heute Abend ausgeht. Wie ist eure Erfahrung mit dem Alkohol? Nicht vergessen. Und ansonsten, Essen nicht vergessen. Ganz liebe Grüße. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und viel Spaß für alle, die die Fußball gucken, für alle, die was anderes machen. Auch viel Spaß bei den anderen Beschäftigungen. Gibt ja noch was anderes außer Fußball. Ihr Lieben, liebe Grüße und habt einen schönen Tag.